Deine Lasagne. Ein Gedicht. Charmeur, sie kommt aus der Mikrowelle. Ich weiß nicht einmal, wie man so ein Gerät bedient. Ich kann es dir gerne zeigen. Ein anderes Mal, jetzt muss ich leider... Du willst schon wieder gehen? Es tut mir leid. Bitte, Roberto, bleib doch noch ein bisschen. Wir können doch zusammen ein Spiel spielen. Oh ja, vielleicht eine Partie Hallenheimer? Ja, oder Mensch, ärgere dich nicht. Tja, und der Abwasch? Ach, mach doch die Geschirrspülmaschine. Bitte, bitte, nur ein, zwei Runden. Ich bin dabei. Also gut, aber nur zwei Runden. Mensch, ärgere dich nicht. Muss das sein? Ja. Ja. Na gut, aber dann muss ich mir vorher noch was zu trinken holen. Ja, lass mal. Ich hol dir was. Ich räume den Tisch ab und hol die Spielesammel. Kathi holt mir was zu trinken? Was ist mit der los? Schau mich nicht so an. Ich bin nur die Mutter. Und ich nur der Vater. Mama mia, ich bin ja neugierig, wie wir die alle nach Hause bekommen. Ach, mach dir deswegen mal keinen Stress. Hauptsache, wir haben erstmal was zu essen. Shopping macht mich hungrig. Und durstig. Hast du heute noch was vor? Ach, Sisi. Aber wir wollten auch noch in den neuen Klamotten laden. Na, dann läuft uns doch nicht weg. Aber deine Verabredung, die läuft dir weg. Clarissa hat leider nur heute Zeit. Du triffst dich mit Clarissa? Warum nicht? Ich habe dir doch versprochen, dass ich wegen dieser Geschichte mit Gebhardt so ein ernstes Wort mit dir reden würde. Ja, aber lass dich nicht zu lang von ihr aufhalten. Ich würde nämlich noch ganz gern mit dir heute Abend auf den Rummel. Mit meiner kleinen Bambine auf den Rummel? Das habe ich mir schon immer gewünscht. Bitte zahlen. Domi. Ach, Mist. Sag mal, wolltest du nicht heute Abend mit Roberto auf den Rummel? Ja, wollte ich. Und warum bist du dann noch hier? Oh Mann, kannst du mich nicht einmal in Ruhe lernen lassen? Nein. Roberto hat noch was in der Stadt zu erledigen. Zufrieden? Ach, daher deine Hochstimmung. So ein Quatsch. Ich habe nur keinen Bock auf diese blöden Vokabeln. So. Die blöden Vokabeln. Naja, so zuverlässig wie dein Vater ist, wird er dich bestimmt bald von deinem Martyrium erlösen. Er wird kommen, du wirst schon sehen. Was noch zu beweisen wäre. Und wie er es dir beweisen wird.